Hallo, einen wunderschönen Tag wünsche ich euch. Ich hoffe, ihr seid alle gut in die neue Woche gestartet. Ich komme gerade vom Zahnarzt. Ich hatte Zahnreinigung und Kontrolle. Zum Glück alles in Ordnung. Und dieses Gefühl nach der Zahnreinigung ist immer so schön. Wir haben einen schönen, strahlenden Sommertag, wollte ich schon sagen, Herbsttag. Wieder eine ungewöhnliche Zeit und Erik turnt hier rum. Er tappt, das ist ihm jetzt nicht geheuer. Erik hat seine 5 Minuten. In der Wiese, am Gras mümmeln. So, ich habe jetzt nochmal Mascara nachgetragen. Beim Zahnarzt braucht man sich ja nicht großartig schminken, vor allem wenn man eine Zahnreinigung bekommt, wenn die dann mit ihrem Strahl alles vollspritzen. Auf jeden Fall. Erik möchte mal wieder in sein Schlafzimmer und ja, Erik, möchtest du in dein Schlafzimmer? Hm? Ach ja, wenn sie noch jung sind. Das ist schon schön. Oh, wie schön, Annie. So, jetzt gehe ich noch eine kurze Runde spazieren. Dadurch, dass heute so schön die Sonne scheint, ist es richtig warm. Und ich dachte, ich muss jetzt die Gelegenheit nutzen und noch mal kurz rausgehen. Sonst wird das heute wieder nichts. Ich überlege, ob ich heute noch bisschen mehr mich noch schminke oder ob ich das für heute einfach so lasse, weil jetzt ist der Tag eh schon so weit fortgeschritten, dass es eigentlich ja, sich gar nicht mehr lohnt, sich noch großartig zu schminken. Mascara ist mir ja eh immer das Wichtigste, das hatte ich euch ja schon erzählt. Vielleicht noch einen Lippenstift drauf. Wobei ich merke jetzt schon so bei den Lippen und so um den Mund herum, durch dieses, ich weiß gar nicht, ist das Salz, mit was sie da die Zähne absprühen oder abpolieren, dass es auf jeden Fall wieder so ein bisschen gereizter ist und in Mitleidenschaft gezogen, auch wenn da natürlich immer so eine Vaseline-Creme draufkommt, aber ja, das geht dann doch irgendwie durch oder spritzt sich durch, das merkt man dann schon, aber ja, dieses Gefühl nach der Zahnreinigung, die Zähne unbezahlbar und ich finde, die sehen dann auch immer wieder noch mal weißer aus. Gehe ich schon mal da hoch, also nur die kurze Runde heute, nicht allzu lang. Echt herrlich, das Wetter. Also ich liebe diesen Herbst. Und es fallen überall die Blätter runter und das finde ich immer so romantisch, wenn man dann da durchgeht. Gestern sind die ganzen Lärchennadeln runtergeflogen von den Bäumen. Hatten wir überall die Lärchennadeln. Aber ich finde das so schön. Also Herbst ist wirklich eine wunderschöne Jahreszeit. Ach Gottchen, schaut die zwei Süßen an, wie sie miteinander kuscheln. Und Bruno hat seine Füßchen so süß übereinander gelegt. Sieht ja putzig aus. Ich mache jetzt noch kurz sauber, bevor es zur Physio geht. Und ich habe den Tisch hier reingestellt, damit ich alles gut wischen kann. Und Erik hat den gleich mal für sich beansprucht. Erik, jo, was Neues, das ist fein. Übrigens ist Brunos Auge verheilt. Also bei ihm wachsen immer ganz gut Blutgefäße ein und er hat wirklich eine gute Wundheilung und... Oh! War ein bisschen knapp der Abstand, oder? Auf jeden Fall letzte Woche, ich weiß gar nicht, wann wir das letzte Mal eingefärbt hatten. Letzte Woche auf jeden Fall. Hallöchen. Ja, auf jeden Fall letzte Woche hat sich noch was einfärben lassen, aber es sind eben Blutgefäße eingewachsen. Blutgefäße sind ja immer gut
für die Heilung. Wenn Kaninchen einen Hornhautdefekt haben, dann sollen Blutgefäße einwachsen und die heilen dann das Auge. Mir hat er damals in Nürnberg gesagt von der Augenklinik, Blutgefäße sind unsere Freunde. Und ja, bei Bruno wachsen halt immer ganz gut die Blutgefäße ein und deswegen heilt es bei ihm immer relativ schnell. Und ja, heute, wie durch Zauberhand, war alles verheilt. Einfach alles, als ob nichts gewesen wäre. Also ich tropfe jetzt noch weiter vorsorglich. Ist immer besser, man tropft noch ein bisschen weiter, als dass man dann abrupt aufhört und dann ist wieder irgendwas. Also besser noch ein bisschen weiter tropfen. Ja, bei Emmy tut sich dagegen gar nichts. Wobei, es ist ein bisschen was eingewachsen und jetzt müssen wir ganz doll hoffen, dass es weiter wächst, diese Blutgefäße. Ja, ich vermute tatsächlich, das ist im Bus passiert, als ich immer mit dem Bus zum Tierarzt musste, mit diesen rasanten Busfahrern, die wirklich gefahren sind wie jenseits von Gut und Böse. Und ja, da bin ja ich komplett rumgeflogen und ja, also das war schon heftig. Weil es war auffällig, dass beide gleichzeitig sich am Auge verletzt haben. Also das ist schon wirklich, wahrscheinlich lag es daran. Naja, auf jeden Fall, jetzt liege ich hier und quatsche mit euch, so völlig entspannt, als ob ich nichts zu tun hätte. Ich wollte sauber machen und putzen. Zum Abendessen gibt es von gestern etwas, und zwar böhmische Knödel und Kartoffelspalten, die waren so lecker. Und dann noch Kürbisgemüse mit der Soße. Wärme ich jetzt auf. Na Bruni, wie war deine Physio? Wie war's? Musst du dich erstmal säubern. Bruno ist übrigens in den Karottenbrei gestiegen, deswegen hat er eine orange Pfote. Einmal Abendessen für die Babys. Jetzt gibt es erstmal die Vorspeise, einen Apfel und zwei Mandarinen. Abendessen ist einmal fertig. Böhmische Knödel, Kartoffelspalten, Kürbisspalten und leckere Soße. Guten Appetit! So, Abendessen ist fertig aufgewärmt. Guten Appetit! Meine zwei Männer. Von beiden sieht man die Augen nicht von vorne. Bis morgen, tschüss.